Der Töfte Toni hängt so an seiner Wand ab und hat einen Stocher in der Mache. Da stolziert eine echt total oberaffenscharfe Torte vorbei und schon hat sich Toni an seinem Kaustängel verschluckt. Scheibenkleister! Was passiert da jetzt mit dem Zahnstocher? Die Verdauung, auch Stoffwechsel genannt, beginnt schon im Mund. Dort wird die Nahrung, welche aus Eiweißen, Fetten und Kohlenhydraten besteht, zerkleinert, eingespeichelt und aufgeweicht. Im Speichel sind Enzyme enthalten, die die Nahrung schon grob in Bestandteile zersetzen. Dann geht's weiter durch die Speiseröhre in den Magen. Die Speiseröhre ist der Transport- und Verbindungsweg zwischen dem Rachen und dem Magen. Sie ist ein elastischer Muskelschlauch, der sich jedoch beim Schlucken von Nahrungsbissen auf fast das Doppelte ausdehnen kann. Im Magen wird die vorverdaute Nahrung dann weiter zerteilt. Nun wird dieser Nahrungsbrei mit Magensäure durchsetzt und dann durch rhythmische Kontraktionswellen der Muskulatur vom Mageneingang zum Magenausgang befördert. Der Brei wird durch den Magenausgang, dem sogenannten Pförtner, gedrückt. Das Ganze kann bei einer größeren Mahlzeit bis zu 3 Stunden dauern und bei besonders viel Fleisch oder Fett sogar doppelt so lang. Bis jetzt wurde die Nahrung noch nicht in ihre kleinsten Bestandteile zerlegt und deswegen spricht man bis hierhin von der Vorverdauung. Die eigentliche Verdauung und Aufnahme der einzelnen Bausteine der Nahrung erfolgt dann im ca. 6 Meter langen Dünndarm. Der erste Teil dieses Dünndarms ist ca. 12 Finger lang und wird deswegen auch 12-Fingerdarm genannt. Dort werden die Eiweiße oder Proteine zu Aminosäuren zerlegt, die Kohlenhydrate zu Zucker und die Fette zu Glycerin und Fettsäuren. Weiter geht es in einem ca. 3 cm dicken Teil des Dünndarms. Dieser nimmt die einzelnen Nährstoffe auf und transportiert sie über das Blut zur Leber, wo sie weiterverarbeitet werden. Der Rest geht nun weiter in den Dickdarm. Dort werden die noch verfügbaren Mineralien, Vitalstoffe, also Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe, Amino- und Fettsäuren sowie Wasser entzogen und ins Blut aufgenommen. Überschüssiges Wasser wird in die Nieren abgegeben. Mit dem Wasser werden nicht verwertbare Stoffe ausgeschieden, und zwar als Urin durch die Blase. Sobald dann der Rest, der Kot, in den letzten Teil des Darms, den Mastdarm, gelangt, meldet sich der Darm automatisch, dass er bitte entleert werden will. Naja, und den Rest, der ist wohl jedem bekannt. Beim Töften-Toni ist aber nicht mehr alles klar, Herr Kommissar. Denn sein Zahnstocher kann nicht vom menschlichen Körper verdaut werden und deswegen wird es jetzt gerade ziemlich schmerzhaft.